Hallo ihr Lieben, ich habe heute mal wieder ein Popcorn-Time-Video für euch. Beziehungsweise vielleicht sollte ich heute lieber das hier schütteln, denn hier sind ganz viele tolle Zettel drin. Und wie ihr im Titel vielleicht schon gelesen habt, gibt es heute ein Rip It or Ship It Video von Riverdale. Denn, Leute, sind wir mal ganz ehrlich, ich weiß genau, dass ihr diese Rip It or Ship It Videos total mögt. Und wenn ich ehrlich bin, ich mag sie genauso. Und mir macht das Drehen immer so viel Spaß. Und deshalb habe ich hier meine kleine Schüssel gerichtet mit ganz vielen Charakteren aus der Serie Riverdale. Und ich werde jetzt immer zwei Stück ziehen. Und das können eine Frau oder ein Mädchen oder ein Junge, ein Mann sein. Also ich trenne das jetzt nicht nach Geschlecht, weil wir leben im Jahr 2018. Das ist normal, wenn Frauen mit Frauen zusammen sind und Männer mit Männern. Also ist das hier alles in einem Körbchen drin? Nein, kein Körbchen, Schüsselchen. Und dann ziehe ich immer zwei Charaktere und dann sage ich, okay, finde ich, dass die beiden zusammenpassen, also würden sie ein gutes Paar abgeben, also shippe ich es. Oder sage ich, dass es überhaupt nicht passt, dann rippe ich es. Und ich würde sagen, wir mischen mal ein bisschen durch. Übrigens habe ich natürlich wie immer meinen eigenen Namen auch noch reingeworfen, einfach weil es mir voll Spaß macht. Okay, wir haben Polly, also die Schwester von Betty, und Kevin. Nein! Nee. Nein, ich glaube, Kevin wäre so schnell genervt von Polly. Also, nee. Polly ist eh ein Psycho, deswegen, ja, nein. Hiram, oh, beziehungsweise Hiram, ich weiß es nicht. Ich habe einmal ein Video gedreht zu Riverdale, in dem ich die Namen von, ich glaube, Hermione war's und Hiram halt amerikanisch ausgesprochen habe, also wie es im Original ausgesprochen wird. Und daraufhin habe ich so viele Kommentare bekommen, von wegen, dass ich die ganzen Namen so falsch aussprechen würde und sowas. Aber Leute, nein, es gibt einfach die amerikanische Aussprache und dann gibt es eben die deutsche Übersetzung, in der der Name nicht Hiram, sondern ich glaube Hiram, irgendwie sowas ausgesprochen wird. Da war es halt einfach so, dass die Übersetzer gesagt haben, okay, nein, wir wollen das jetzt ein bisschen anders aussprechen, aber es heißt nicht, dass meine Aussprache irgendwie falsch ist. Deswegen, ja, ich schaue die Serie halt ganz gerne auf Englisch und deshalb, da ist es halt so. Ich schaue es nicht auf Deutsch, keine Ahnung. Also, wie gesagt, Hiram und Jughead. Ha. Ne. Nein. Oder? Hiram ist halt schon böse. Würde ich mal so spontan sagen. Und Jughead halt überhaupt nicht. Und Jughead ist halt einfach, ich glaube, der würde einfach nicht klarkommen mit seiner Art und mit seinem ganzen Vorgehen, also mit seiner Vorgehensweise bei manchen Sachen und so weiter. Deswegen glaube ich, dass es überhaupt nicht passen würde. Nee. Nein, I rip it. Okay, wir haben Archie und Veronica, wow. Okay, die shippe ich natürlich, beziehungsweise, was heißt natürlich, ich shippe sie, weil ich finde, dass sie echt gut zusammenpassen und total süß zusammen sind. Also ich mag die irgendwie zusammen. Ja, doch. Deswegen shippe ich sie auf jeden Fall. Ihr könnt mir übrigens auch mal in die Kommentare schreiben, welche von den Pärchen ihr rippen und shippen würdet, wenn ihr nicht meiner Meinung seid, also, ne? Oder, keine Ahnung, einfach allgemein eure Meinung zu den ganzen Chips und Rips, wie auch immer. Okay, wir haben Fred Andrews, also den Vater von Archie. Und wir haben Alice Cooper, die Mutter von Betty. Ja. Also irgendwie shippe ich fast niemanden hier. Also Alice und Fred, wobei, nee. Nein, nein, oder doch? Aber irgendwie könnte es schon hinhauen, finde ich, oder? Doch, ich glaube, mit ein bisschen Fantasie und ein bisschen anstupsen könnte das schon passen. Doch, ich glaube, ich shippe es. Okay, wir haben F.P. Jones, also den Vater von Jughead. Und wir haben Hermione, die Mutter von Veronica. Ha. Ha. Ich glaube, es könnte sogar passen. Warte mal, hatten die nicht irgendwas am Laufen sogar? Nee, Moment. Nein, F.P. und Alice und Hermione und Frank. So war das, genau. Hermione und F.P., Wobei, ganz ehrlich, es könnte halt irgendwie schon passen.
Weil Hermione hat ja auch schon so eine, ja, sie ist ja nicht nur durch und durch dieses Schickimicki-Püppchen in Anführungszeichen. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass sie auch mit FP zusammen sein könnte. Weil FP ist ja jetzt nicht gerade so wie Hiram. Also ja, er ist halt, er ist cool. Ich mag FP auf jeden Fall. Nur, ja, er ist halt jetzt nicht so mega reich und wow. Aber er ist ein netter Kerl und ich glaube, mit Hermione würde das, glaube ich, auch irgendwie passen, wenn sie sich zusammenreißen würden, was manche Sachen betrifft. Glaube ich, dass es passen würde. Also schippe ich es. Wir haben Cheryl und Tony. Wow. Also mal wieder ein Pärchen gezogen, lustig. Natürlich, was heißt, okay, schon wieder natürlich. Nein, es ist nicht natürlich, dass ich sie schippe, aber ich schippe sie, weil ich finde die beiden mega süß zusammen und ich finde es richtig cool, dass sie zusammen sind und ja, nee, also Tony ist echt cool. Also ich mag auch beide getrennt voneinander sehr gerne, aber als Pärchen zusammen finde ich sie total süß und cool. Also ich schippe sie auf jeden Fall. Okay, dann haben wir, wow, ich habe es mir schon fast gedacht, Maren, also mich. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wer da drin ist. Ja, Betty, dachte ich mir schon, weil die bisher noch nicht dabei war und das die letzten beiden Zettelchen sind. Und ja, also mich und Betty. Also ich muss sagen, dass ich von allen, abgesehen natürlich von Jughead, Betty, wobei, nee, ich finde eigentlich Betty allgemein am coolsten, muss ich sagen. Cheryl mag ich auch sehr gerne. Aber ich glaube, so vom Persönlichen her fände ich Betty voll cool oder finde ich Betty voll cool. Und ich würde mich, glaube ich, so freundschaftlich mit ihr auf jeden Fall verstehen. Ich mag es ja voll gerne. Ich habe lustigerweise vor kurzem unter einem Instagram-Foto von mir einen Kommentar bekommen, dass ich auf dem Bild so ein bisschen aussehe wie Lily Reinhardt, also die Schauspielerin von Betty, was ich sehr cool fand, weil ich mag sie sehr gerne und ich finde sie extrem hübsch. Ja, ich finde auf jeden Fall, übrigens finde ich auch Lily Reinhardt an sich total witzig, also ich folge ihr auf Instagram und sie ist so lustig, ihre Insta-Story ist immer mega witzig und sie ist allgemein voll cool. Also ich schippe uns, denke ich, außerdem sind wir beide blond, das passt dann auch. Und, ja, ne, also, Betty ist schon cool. Betty mag ich eigentlich am liebsten. Ja, ich glaube, ich shippe uns. Okay, schreibt mir jetzt unbedingt in die Kommentare, was ihr so zu den Chips und Rips und so weiter sagt. Ich glaube, mein Lieblingschip in diesem ganzen Ding heute war Tony. Doch, das war eigentlich echt so, also Cheryl und Tony, das war cool. Weil die sind ja eh zusammen und so, aber ich mag es trotzdem. Ich hoffe, ich habe niemanden gespoilert in dem Video. Wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir auch gerne einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal sehr, sehr gerne für regelmäßige Videos zu Serien, zu Filmen und so weiter und so fort. Folgt mir auch gerne auf Instagram und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!